Hochzeit ja, Kirche nein. Der Gang zum Traualtar scheint für viele Menschen nicht mehr so wichtig zu sein. Nur noch jedes vierte Paar in Deutschland heiratet kirchlich. Der Trend geht zur freien Trauung. In der Natur oder am Lieblingsort des Brautpaares. Warum verzichten mittlerweile auch gläubige Paare auf Gottes Segen? Warum sind freie Trauungen für viele Menschen so attraktiv? Und was muss die Kirche tun, um Hochzeitspaare wieder vor den Traualtar zu locken? Darüber spreche ich jetzt mit meinen Gästen hier bei Alpha und Omega und damit herzlich willkommen. Susanne Gamber war von ihrer eigenen kirchlichen Trauung sehr enttäuscht. Da sie anderen Paaren helfen wollte, ihre Traumhochzeit zu verwirklichen, machte sie sich 2010 als freie Traurednerin selbstständig. Ernst Wilhelm Gohl ist Dekan in Ulm und hat bisher schon mehr als 250 Paare getraut. Er ist davon überzeugt, dass kirchliche Trauungen individuell und persönlich gestaltet werden können. Julie Wetzel ist gläubige Christin, ihr Mann Tobias Atheist. Da die beiden viele kirchlichen Trauungen als starr und unpersönlich erlebt haben, gaben sie sich ihr Jawort unter freiem Himmel mit Susanne Gamber als freie Traurednerin. Frau Wetzel, Sie bezeichnen sich als gläubige Christin. Warum haben Sie da trotzdem auf diese kirchliche Trauung verzichtet? Also ursprünglich war für mich immer klar, dass ich kirchlich heiraten möchte. Auch von meiner Familie kannte ich das nicht anders. Und habe dann über die Susanne Gamber, mit der ich auch befreundet bin, bin ich auf diese neue Art von heiraten gekommen und war sehr neugierig und fand es eine sehr schöne Art und Weise, sich das Ja-Wort zu geben, weil das einfach ganz individuell gestaltet werden konnte. Also nicht dieses Starre, sondern tatsächlich auch einen anderen Ort und ganz individuell, wie wir es wünschen. Und das war für mich was sehr Verlockendes und für meinen Mann. Wie das aussah, da kommen wir gleich noch im Detail darauf. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie sind mit dem christlichen Glauben aufgewachsen. Ihre Eltern, auch vor allem Ihre Großeltern, sind im katholischen Glauben fest verwurzelt. Konnten Sie das nachvollziehen, dass Sie den Wunsch nach einer freien Trauung hatten? Also für meine Großeltern war es erstmal überraschend, weil sie das auch nicht kannten. Also ich musste das erstmal erklären, wie nicht in der Kirche heiraten, gibt es das überhaupt? Und für meine Eltern war das völlig in Ordnung, auch für die Eltern meines Mannes, dass es einfach eine Möglichkeit ist. Und da sie auch meine Freundin eben kannte, unsere Traurednerin, wurde das gleich akzeptiert. Mhm. Frau Gamber, wie wichtig ist Ihnen denn der christliche Glaube? Das ist jetzt eine schwere Frage. Also ich bin auch christlich aufgewachsen, wobei meine Eltern, muss ich sagen, jetzt nicht so unbedingt mich in dem Glauben erzogen haben. Ich war aber trotzdem in der Kinderkirche, in der Jungschar, also ich habe das alles schon auch mal durchlaufen. Habe dann aber irgendwann für mich festgestellt, dass die Kirche mich jetzt nicht in der Weise anspricht, wie ich es eben vielleicht bräuchte oder wollte. Und deswegen habe ich für mich so meinen eigenen Weg gefunden. Sie haben kirchlich geheiratet im Jahr 2007. Warum? Es war eigentlich so eine Mischung. Es war ein pensionierter Pfarrer, der das dann gemacht hat für uns, unter freiem Himmel allerdings. Das war ein alter Bekannter meines Schwiegervaters. Und der hat uns das dann auch später als kirchliche Trauung bescheinigt, obwohl das wahrscheinlich gar nicht so richtig offiziell erlaubt war. Ich weiß es nicht. Uns war es eigentlich eher wichtig, das Ganze im Freien zu machen, also nicht in einer Kirche, weil wir gesagt haben, wir gehen nie in die Kirche. Warum sollen wir an diesem einen Tag so tun, als ob das passt nicht? Ne? Mhm. Und deswegen haben wir damals händeringend jemand gesucht, der das unter freiem Himmel macht, und haben damals aber eben keinen anderen gefunden als diesen besagten Pfarrer, der eben schon sehr alt war und der das versucht hat, so gut er es eben konnte, aber es war leider nicht das, was wir uns erhofft hatten. Was hat Sie so enttäuscht? Dass wir eigentlich sehr lange mit ihm zusammengesessen haben, sehr lange mit ihm darüber gesprochen haben, wie wir uns das vorstellen, dass er doch bitte mehr über uns auch erzählen soll, über die Liebe im Allgemeinen, weniger eben jetzt vielleicht über Gott oder über andere religiöse Inhalte. Und er hat es nicht geschafft. Er hat dann doch irgendwie sein Programm durchgezogen und hat dann sogar, und das fand ich so, das war eigentlich für mich das, also das Schlimmste eigentlich, wir hatten extra einen Gospelchor engagiert, der eben singen sollte oder der gesungen hat. Und er hat aber trotzdem irgendwelche Liedzettel an unsere Gäste verteilt, damit die auch noch irgendwie so ein Lied singen, was überhaupt nicht mit uns abgesprochen war. Und dann saß ich da in der Trauung und dachte, was passiert jetzt? Warum fangen die alle an, irgendein Lied zu singen? Und ja, das war dann so, wo ich dachte, wir haben doch so viel mit ihm darüber gesprochen, wie wir es haben wollen. Und er hat es einfach nicht
er konnte es nicht erfüllen. Mhm. Ja gut, bevor wir da im Detail darauf eingehen, was Paare da dürfen und nicht, welchen Gestaltungsspielraum sie haben. Sie haben ja selber vor 30 Jahren geheiratet. Wie lief denn Ihre Hochzeit da? Wie haben Sie das erlebt? Also mich hat mein Vater oder uns hat mein Vater getraut. Wir haben das einfach miteinander besprochen, wie wir es wollen. Das war sicher nach heutigem Verständnis eher eine konventionelle Trauung, aber die uns gefallen hat. Ich habe Posaunenchor gespielt, hat der Posaunenchor mitgespielt. Aber wir konnten das wirklich so gestalten, wie wir es uns vorgestellt haben. So war es auch Hochzeit und das ist mir auch schön in Erinnerung geblieben. Sie haben bis heute rund 250 Paare getraut. Haben sich denn die Bedürfnisse und die Wünsche der Paare in den letzten Jahren verändert? Klar, wie sich unsere Gesellschaft verändert, verändern sich auch die Wünsche. Also es ist individueller. Also wir haben früher, also bei unserer Trauung haben wir ein Traugespräch gemacht. Heute macht man in der Regel mindestens zwei oder sogar dreimal, trifft man sich mit Brautpaaren einfach, weil die schon lange vorher so Grundsatzfragen haben, wie gestalten wir es denn auch allgemein mit dem Ort und so. Also es ist individueller, aber durch das sind die Paare auch sehr intensiv dabei. Also ich finde es schön. Mhm. Die Zahl der standesamtlichen Trauungen in Baden-Württemberg nimmt kontinuierlich zu. Im Jahr 2016 haben sich rund 55.000 Paare das Ja-Wort gegeben. Bei der kirchlichen Hochzeit sieht es aber ganz anders aus. Deutschlandweit lassen sich nur noch jedes vierte Paar kirchlich trauen. Warum ist das so? Wir haben uns in Stuttgart umgehört. Ehe ist ja nichts Einfaches oder nicht nur einfach. Und dann ist es gut, sie mit dem Segen Gottes zu beginnen. Ich finde, heiraten ist etwas, was einfach nur zwischen zwei Personen stattfindet und dazu braucht man keine Kirche. Mein Mann fragte mich neulich, ob wir uns nicht kirchlich noch trauen lassen würden. Das wäre sein Herzenswunsch, obwohl er nicht in der Kirche ist. Eine kirchliche Trauung ist für mich schon was Wichtiges, einfach um auch das symbolisch darzustellen. Ich glaube heutzutage nicht mehr wirklich so an der Religion an sich, sondern wirklich, weil es eine Tradition ist. Ich bin jetzt ja nicht kirchlich getraut, also so gesehen ist das jetzt für mich nicht der wesentliche Punkt, aber bei der Trauung als solches, man verspricht sich einiges und man ist sich ja eigentlich sicher. Ja gut, das war jetzt eine ganz bunte Mischung an Meinungen, die wir gehört haben. Es ist ja nur noch rund jedes vierte Paar, das sich kirchlich trauen lässt. Ist das eine Zahl, die Sie besorgt? Also es hängt bei uns mit der gesellschaftlichen Entwicklung. Früher war ganz klar, da war bei jeder Eheschließung hat man in der Kirche gemacht. Es hat einfach dazugehören, Tradition. Und wir stellen heute fest, dass Traditionen immer tragen. Von daher ist es einfach für mich ein Sinnbild der normalen Entwicklung, die wir in unserer Gesellschaft haben. Und da müssen wir jetzt nicht erschrecken davon, sondern wir müssen uns überlegen, wie können wir dem begegnen. Das, was Frau Gamba gerade erzählt hat von ihrer eigenen Hochzeit, was geht da in Ihnen vor sich, wenn Sie sowas hören? Würde ich sagen, ist ein No-Go. Sag ich einfach. Also wir machen so, wenn man ein Traugespräch hat, dann schreibe ich am Schluss den Ablauf zusammen, mail das dem Paar, das draufschauen kann, stimmt es so? Und also das kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann plötzlich Lieder hat. Oder wenn Paare auch sagen, wir können nicht singen, wir wollen nicht singen, dann zwingt einen auch niemand. Und ich glaube, das machen ganz viele Kollegen so. Also da geht man sehr auf die Wünsche ein. Und da hat man ganz große Gestaltungsspielräume. Ich denke, es gibt halt große Unterschiede zwischen den Pfarrern. Also es gibt sehr moderne, sehr offene Pfarrer, ne, die, so wie Sie, das auch mit modernen Kommunikationsmitteln per E-Mail oder per allem so machen. Es gibt aber leider auch immer noch Pfarrer, die wirklich sehr wenig Spielraum lassen. Also zumindest höre ich das oft von meinen Paaren. Ne. Also ich habe ja auch viele gläubige Paare, die trotzdem zu mir kommen und die halt sagen, wir sind mit unserem Pfarrer einfach nicht zurechtgekommen. Der hat es einfach nicht verstanden. Und da geht es manchmal schon los, dass die Pfarrer nicht möchten, dass die Braut vom Vater zum Altar gebracht wird oder dass die Pfarrer die Lieder nicht erlauben, die sich die Paare aussuchen. Oder ja, das Fotografieren in der Kirche ist auch immer so ein bisschen schwierig. Manche Pfarrer untersagen es ganz, die anderen sagen, okay, dann ohne Blitz oder nur einer. Ich meine, das ist in Ordnung, ne? Aber es gibt einfach oft zu viele Regeln und ja, wie gesagt, ich habe auch Paare, die eben tiefgläubig sind, aber trotzdem sagen, wir möchten nicht in der Kirche mit einem Pfarrer heiraten. Und ich glaube, das hängt daran, dass die Paare sich nicht ernst genommen fühlen. Das würde ich sagen, weil ich erlebe zum Beispiel, wenn man Regeln erklärt, sehr nette Regeln, wenn man sagt, wenn hinter mir ein Fotograf ist, wir sind wie im Tierreich, wenn dich was, wenn da hinter dir Bewegung ist, dann dreht man sich rum und das wollen wir doch nicht. Und wenn man, aber die merken, man setzt sich damit auseinander und dann ist das überhaupt kein Thema. Ich hatte jetzt gerade vor kurzem ein Traugespräch, wo ein Paar gesagt hat, bitte sagen Sie, dass man nicht fotografieren darf. Dann sage ich, mir wäre das viel lieber, wenn Sie es einfach auf den Liedzettel drauf
drauf, aufs Liedblatt draufschreibe, es ist unser Wunsch als Brautpaar, dann kommt es nicht so reglementierend an. Weil wir immer als Kirche auch unter dem Verdacht stehen, wir reglementieren. Und ich erlebe uns, vielleicht in meiner Sicht, als weniger reglementierend, als wir nach außen erscheinen. Also es gibt sicher solche Erfahrungen, aber ich würde sagen, das ist nicht die Regel. Ja. Haben Sie diese Freiheit auch seitens der Kirche gespürt, dass man so viel Gestaltungsfreiraum hätte? Weniger. Also ich bin ja katholisch und da erlebe ich es eher starrer, sage ich jetzt mal. Und also von meinen Verwandten oder Freunden, da habe ich eher weniger Spielraum erlebt. Mhm. Und dass es eben weniger um das Paar geht. Also da war natürlich, das Paar spielt auch eine wichtige Rolle, aber es hat jetzt nicht wie bei der freien Trauung so viel Raum bekommen, dass es tatsächlich nur um das Paar geht hauptsächlich. Was war Ihnen denn für Ihre Trauung besonders wichtig? Also uns war wichtig, dass es was Familiäres wird, dass wir auch den Ort ausgesucht haben. Das war beim Wartturm draußen im Freien. In Pforzheim. Bekanntes Wahrzeichen, ne? Genau. Ein Ort, mit dem wir einfach sehr verbunden sind, wo wir immer wieder spazieren, wo wir da einfach auch viele gemeinsame Zeiten verbringen. Uns war wichtig, alle wichtigen Personen da zu haben, dass sie sich wohlfühlen, dass es auch was ganz Legeres wird, also jetzt von der Kleidung her, was ganz Offenes, was ganz Lockeres. Mein Onkel und meine Tante haben Musik gemacht, haben ein französisches Lied vorgespielt, ich bin halb Französin. Und dass wir da einfach tatsächlich alles ganz individuell gestalten konnten. Ich glaube, es war euch auch wichtig, dass es eben auch während der Zeremonie nicht zu steif zugeht. Also wir haben auch viel gelacht, wir haben zwischendrin auch mal einen Schnaps getrunken. Also das war einfach, dass wir gesagt haben, wir wollen das nicht so ganz starr und steif haben, sondern wir wollen einfach, so wie die beiden eben auch sind, das locker authentisch rüberbringen. Ne? Und die beiden sind auch viel in der Welt unterwegs gewesen, gehen beide gerne tauchen. Auch der Heiratsantrag hat ja unter Wasser stattgefunden und auch das haben wir ein bisschen thematisiert. Also einfach, ja. Ich würde sagen, bis auf den Schnaps wäre ich bei allem dabei. Da hätte man wahrscheinlich, hätte ich jetzt gesagt, naja. Aber sonst thematisiert man das klar. Das ist doch klar, wie lernt sich ein Paar kennen? Das ist doch das Interessante und das bewegt ja. Und bei den Hochzeiten, wo ich gestalte, wird oft gelacht. Also wenn man da einfach, auch was lustig ist, ein erfreuliches Ereignis. Und es hat ja mit der Lebensgeschichte was zu tun. Das ist ja das Besondere. Und das ist vielleicht das, wo Sie sagen, das habe ich so ein bisschen defizitär erlebt, dass es zu wenig rauskommt. Aber ich würde sagen, als Pfarrerinnen und Pfarrer gucken wir da schon drauf, dass das Paar sich wirklich, ist ja ihre Lebenssituation, dass genau, die spüren, es geht um uns. Und das ist ja auch die Verkündigung, dass man sagt, das Wort Gottes verbindet sich ja mit deinem Leben. Das ist ja der Sinn davon. Aber gut, wenn wir das anhören, also es waren ja zweimal auch der Wunsch nach dem Freien. Sie haben jetzt in den letzten 8 Jahren tatsächlich um die 250 Traureden gehalten. Also der Bedarf ist offenbar riesig. Woher kommt es dann, dass die Kirche dann so ein Bild hat von, das ist starr, das ist unpersönlich? Es sind natürlich Erfahrungen, die man gemacht hat, aber es sind einfach, glaube ich, auch wirklich auch Vorurteile, die da immer wieder auch transportiert. Die Kirche hat altmodisch zu sein, so ein bisschen. Es sind auch, glaube ich, wirklich Bilder, die tradiert sind. Und wegen dem ermutige ich einfach, geht doch zu eurer Pfarrer oder Pfarrerin, wenn ihr heiraten wollt. Und ich bin der Überzeugung, dass du bei 90% auf eine gute, wirklich so eine Atmosphäre kriegt, dass deine Wünsche ernst genommen werden und man da wirklich eine schöne Feier draus macht. Aber es hängt, was wir auch von Frau Gammel gehört haben, sehr von dem Pfarrer ab, oder? Ja, es hängt beim freien Redner natürlich auch von der freien Rednerin ab. Ich habe auch schon katastrophale Beerdigungsreden gehört von freien Rednern, das heißt auch nichts. Sonst hängt die ganz viel von der Person, ob die sich willkommen fühlen, ernst genommen fühlen, einladende Atmosphäre und so. Ja. Wie läuft denn generell eine freie Trauung ab? Wie kann man sich das vorstellen? Also eigentlich recht ähnlich vom Ablauf wie in der Kirche. Ne? Also wir haben auch natürlich die klassischen Elemente wie das Ja-Wort, das Eheversprechen, der Ringtausch. Ne? Wir haben auch die guten Wünsche für das Paar. In der Kirche nennt man das Fürbitten. Bei uns sind es einfach nur gute Wünsche, die man da spricht. Wir haben den Einzug, wir haben den Auszug. Also eigentlich vom Ablauf ist es sehr ähnlich, nur halt zwischendrin geht es halt ein bisschen, ja,
oder was heißt ein bisschen, ich würde sagen, deutlich mehr ums Paar. Also ich erzähle wirklich von Anfang bis Ende eigentlich über das Paar sehr ausführlich, wie sie sich kennengelernt haben, sehr ausführlich, was ihnen wichtig ist in ihrer Partnerschaft, was für Ziele und Wünsche sie noch für die Zukunft haben. Ich lasse die Paare immer drei Fragen getrennt voneinander beantworten, was sie so aneinander lieben und schätzen, was sie manchmal auch ein bisschen nervt, ne? Und das sind einfach ganz, ganz viele Dinge, die das Paar mitgestaltet. Und auch am Ende so gibt es auch eine kleine Schlusspredigt sozusagen. Aber halt, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, es kommt wirklich sehr auf den Pfarrer an. Also ich habe halt schon sehr altmodische, sehr Texte gehört, wo man zwar zugehört hat, aber nicht richtig verstanden hat, was soll das jetzt eigentlich bedeuten. Und bei uns ist es halt sehr offensichtlich, sehr modern. Einfach? Nicht einfach, nee, und auch nicht irgendwie oberflächlich, schon auch tiefgründig, aber halt irgendwie in die heutige Zeit versetzt oder ich weiß nicht. Also uns ist es auch wichtig, eine Botschaft mitzugeben an die Paare. Also ich erzähle auch am Ende immer noch mal was, wo so ein bisschen zum Nachdenken anregt oder einfach noch mal den Paaren noch was mitgibt, ne? Aber halt eben auf eine moderne Weise, würde ich es jetzt mal nennen. Welche Wünsche haben die Paare beispielsweise an Sie? Wünsche? Mhm. Da gibt es ganz unterschiedlich. Also schon allein der Ort ist natürlich oft sehr außergewöhnlich. Also hier zum Beispiel sieht man ein paar, da waren wir auf dem Hundeplatz, auf dem Hundeübungsplatz, weil eben die beiden sich über ihre Hunde kennengelernt haben. Ich war schon auf dem Baumwipfelpfad in Bad Wildbad ganz oben. Ich war in einem Zirkuszelt, ich war in einem Fußballstadion. Also da fängt es schon an, ne? Dass man einfach vom Ort her ein bisschen variiert. Dann halt die Rituale, die man einbinden kann. Also da geht es von, dass man eine Erinnerungskiste packt oder ein Sandritual macht, wo man so Sand zusammenschüttet, wo man eine Kette macht aus vielen kleinen Gegenständen, die Gäste mitgebracht haben zur Trauung, die man dann eben mit guten Wünschen auch versieht und dann beim Jawort um die Hände legt. Also einfach Rituale, die dann auch das Paar widerspiegeln, die auch zum Paar passen. Oder auch die Liedwünsche sind manchmal ganz außergewöhnlich, ne? Also ich hatte auch schon von Helene Fischer über Frank Sinatra bis hin zu Linkin Park eben alles. Herr Gohl, was dürfte ein Pfarrer nicht machen davon, von diesen Wünschen? Also bei den Liedern habe ich ein ganz weites Herz. Mhm. Also wirklich, was unterscheidet jetzt eine Händel-Sonate von weltlichen Schauerkreis-Sakrale-Musik? Und nach unserem evangelischen Verständnis ist ja die Ehe, also der Hochzeitsgottesdienst, auch kein Sakrament, sondern da hat man einen normalen Gottesdienst, wo man auch viele Gestaltungselemente, also eine sehr große Freiheit hat. Muss der in der Kirche stattfinden? Nö. Gut, freie Trauung, genau das Gleiche. Bei uns ist einfach so ein Gottesdienst ein öffentliches Gottesdienst, also muss zugänglich sein, das ist das Einzige. Aber de facto ist ja auch nicht so, wenn jemand in einer Kirche heiratet, dann kommt eigentlich auch bloß die Hochzeitsgesellschaft. Aber das ist einfach der Rahmen, dass man sagt, der Gottesdienst ist eben nicht ganz privat, sondern die Gemeinde ist auch die Gemeinschaft, die er noch mitträgt. Aber das wäre jetzt die falsche Alternative zu sagen, deshalb kann es nicht persönlich sein, sondern das ist einfach der Grundgedanke. Aber die Orte, die wir gerade gehört haben, wäre also da? Also Fußballstadion weiß ich auch, dass er schon Hochzeiten gegeben hat. Also im Fesselballon wäre es vielleicht ein bisschen schwierig, weil die Gemeinde einfach nicht dabei sein kann. Ist ja die Frage, ob man sowas will. Aber also da kann man über ganz viele Sachen reden miteinander. Sagen Sie, das sind ganz viele Vorurteile, fasse ich das richtig zusammen? Also ich würde sagen, also so wie ich es erlebe, ich kann jetzt sagen, von deinen Kollegen auch bei uns jetzt in Ulm, wie ich es da erlebe, da ist ein sehr weites Herz, dass man einfach versucht zu verstehen, was ist ihnen wichtig und wie gestaltet man das jetzt miteinander. Unter welchen Umständen hätten Sie gesagt, ja, wir machen eine kirchliche Trauung? Oh, schwierig, weil mein Mann da eher abgeneigt war. Also das war schon so ein Punkt, wo wir überlegt haben, wo er sagt, das kommt für ihn eigentlich nicht in Frage. Für mich war es eigentlich klar, dass ich kirchlich heiraten möchte. Dann hat sich das nochmal verändert für mich auch. Ich glaube, das Besondere war jetzt tatsächlich, dass ich habe gerade nochmal überlegt, dass es so intim war und dass ich mich sehr abgeholt gefühlt habe und mein Mann auch. Und da einfach die Hürden, glaube ich, nicht so hoch waren. Also dass es wirklich so ein intimer Moment ist und den so zu teilen, das war, glaube ich, so das Ausschlaggebende auch. Jetzt hatten Sie aber schon lange den Wunsch, eben kirchlich zu heiraten, Sie haben es ja gerade auch gesagt. Ist es manchmal trotzdem so, dass Sie sagen, der Gottessegen für diese Hochzeit, für diese Trauung fehlt mir manchmal doch? Nee. Okay. Was war für Sie das Wichtigste bei dieser Hochzeit? Also das Wichtigste war, das so entscheiden zu können, wie wir das wollen, mit allen Ideen, die wir hatten,
das eben sehr vertraut zu machen, sehr familiär. Mhm. Und dass wir uns wohlfühlen und nicht das Gefühl haben, wir müssen etwas tun, weil die Familie das bisher so gemacht hat oder eine Tradition oder aufgrund meines Glaubens. Also ich trenne das, also ich kann Gläubige sein und trotzdem muss ich nicht unbedingt in der Kirche heiraten. Das verändert in meinem Glauben nichts. Wie hat denn Ihre Familie reagiert und die Freunde reagiert nach dieser Trauung? Wie war da die Resonanz? Also das war sehr spannend, weil also ein Bekannter meinte dann, ach Gott, war das jetzt irgendwie, was genau war denn das für eine Hochzeit? Er konnte das so gar nicht irgendwie einschätzen und seine Frau hat ihn dann aufgeklärt und der war total überrascht, weil das eben so humorvoll, so locker war, auch mit dem Schnaps. Meine Großeltern, die eigentlich ursprünglich, meine Oma sagte, wenn ich nicht kirchlich heirate, dann wird sie nicht dran teilnehmen. Was sie aber nicht so gemeint hat, also das war eher so der erste Schock, sage ich jetzt mal, die Verzweiflung. Ja. Meine Großeltern haben sich dann bei mir bedankt, dass sie sagen, dass Julie, vielen Dank, dass wir das noch erleben dürfen in unserem Alter, dass es auch so eine Möglichkeit gibt. Also die Resonanz war sehr positiv. Okay. Frau Gamba, gibt es Wünsche von Paaren, die Sie ablehnen? Bis jetzt kam noch keiner an mich, wo ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Also ich glaube, das Einzige, wo ich tatsächlich mal Nein sagen würde, wäre, wenn ich von einem Paar genau wüsste, dass da irgendwas nicht stimmt. Also wenn ich genau wüsste, ich habe den Mann vor 2 Wochen mit jemand anderem gesehen oder so, würde ich vielleicht sagen, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber nee, eigentlich fällt mir jetzt nichts ein. Okay, aber beten oder sowas ist auch was Sie so machen? Ja, okay. Da tatsächlich sage ich immer, das kann ich nicht erfüllen. Also ich kann gerne, kann dann jemand anderes das übernehmen, dass dann Vater unser spricht oder ein Gebet oder ein Psalm vorliest aus der Familie oder ein Trauzeuge. Ich hatte auch mal eine türkisch-italienische Hochzeit. Da hat dann eben der Bruder des Bräutigams was aus dem Koran vorgelesen. Klar, also da habe ich kein Problem mit. Ich gehe auch in Kirchen zum Beispiel. Also es gibt ja so freie Kirchen, die man mieten kann oder Kapellen. Ne? Habe ich jetzt auch überhaupt gar kein Problem damit. Finde ich immer ein sehr schönes Ambiente, ne? Wenn sich das die Paare wünschen. Ja, aber ich selber kann da jetzt nicht aus der Bibel vorlesen. Also eine klare Grenze für Sie dann auch. Herr Gohl, es ist ja nicht nur bei den Trauungen so, dass sich immer mehr davon quasi abwenden von den kirchlichen Trauungen. Es treten auch immer mehr Menschen aus der Kirche aus. 2017 allein waren es 17.300 Menschen in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, die ausgetreten sind. Wie kann denn Kirche wieder mehr Menschen erreichen und auch vor den Traualtar locken? Was glauben Sie? Ich glaube, indem einfach gute Trauungen gut gehalten werden und dann die Paare das erleben, sagen, Mensch, das ist ja ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben, indem wir einfach unser Gottesdienst ansprechend feiern und die Menschen spüren, ich komme davor mit meiner Lebensgeschichte, bei der Hochzeit, aber auch bei der Beerdigung genau das Gleiche. Taufen auch, dass man sich, das gestalten wir genauso mit der Familie, die haben dann auch Vorstellungen, was, einfach, es wird alles viel individueller, dass sie spüren, ja genau, es geht um euch und wir freuen uns mit euch. Und wenn das viele Menschen erleben, dann wird das, glaube ich, auch dazu führen, dass sich viele überlegen, Mensch, machen wir doch auch. Ist das ein frommer Wunsch? Nee, also ich erlebe, dass mich dann nach Hochzeiten wieder Leute anfragen, die gar nicht zu mir kommen, können Sie es nicht auch machen? Da bin ich mal ein bisschen in die Schweiz gefahren, in meinem Blechzinn habe ich zugesagt, haben Sie, guck mal im Kalender, ob ich kann. Okay. Und dann habe ich da zufällig noch frei gehabt. Ja. Nee, also ich glaube, das erleben die, aber auch bei anderen Kolleginnen und Kollegen erlebe ich auch. Frau Gamba, wie müsste sich denn Kirche verändern, dass Sie sich da wieder mehr angesprochen fühlen? Ja, also ich sag mal, wenn es mehr von solchen Pfarrern gäbe, glaube ich, wäre das kein Problem. Ne? Also einfach offen sein, modern sein. Ich verbringe jeden Tag bestimmt eine Stunde damit, auf Facebook oder Instagram irgendwelche Sachen zu posten oder zu liken oder so, damit einfach die Bräute von heute, die da leider sehr viel unterwegs sind, einen wahrnehmen. Ne? Und wenn die Kirche vielleicht auch andere Kommunikationsmedien nutzen würde, um ein bisschen Werbung zu machen oder ja, einfach den jungen Menschen zu zeigen, hey, wir sind noch an euch dran, also wir haben da die Bindung einfach noch nicht verloren. Dann kann Hochzeitsmessen. Hochzeitsmessen, ja, habe ich schon gesehen. Stand, genau. Aber auch da kommt es, finde ich, immer drauf an, wer da steht. Ja. Also ne, es gibt gute Messeauftritte und es gibt halt nicht so gute, die, wo man dann eher abgeschreckt wird, wenn da einer steht, der da nicht so freundlich daher guckt. Dann, ja. Was denken Sie? So eine Offenheit. Also ich erlebe sie gerade auch sehr offen und das finde ich
das Ansprechende. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, also das ist nicht so immer so. Und das finde ich wichtig, also wirklich zu merken, da gibt es eine Offenheit, ich kann was gestalten, mitgestalten. Es gibt je nachdem auch Grenzen, aber dann kann man abwägen. Ja, sind das Grenzen, wo ich sage, okay, das ist dann eben der Preis oder nicht. Aber so eine Offenheit, dass die kommunizierbar ist oder dass die klar wird. Ja. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, aber der andere Punkt ist auch wirklich, dass wir uns gegen den Trend, dass so Institutionen wie die Kirche einfach gerade schwer hat, wie alle anderen Großinstitutionen, das müssen wir einfach auch wahrnehmen und dann nicht meinen, wenn wir uns noch mehr treppeln, dann kriegen wir es noch besser, sondern lasst uns konzentrieren auf unsere Chancen, die wir haben und die nützen. Und das sind Kasualien, also Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen, einfach eine tolle Möglichkeit, dass man zeigt, wir als Kirche nehmen euch in eurem Lebensweg ernst. Aber Fakt ist ja, dass die freien Trauungen zunehmen, deutlich zunehmen. Sie haben es ja vorhin gesagt, die Gesellschaft verändert sich. Ja. Was kann denn Kirche vielleicht auch von diesen freien Traurednern lernen, die Beispiele, die Frau Gammels vorhin genannt hat? Ja, ich finde das also wirklich, dass man vermittelt, wir behandeln euch nicht von oben runter. Also jetzt kommt ihr einmal, jetzt wollt ihr einmal was und wollt gleich was bestimmen. Also so die Haltung ist natürlich fatal. Sondern dass man wirklich sagt, jetzt nehmt doch mal ernst, was steckt denn dahinter beim Wunsch. Ich habe allerdings, weil Sie das vorher mit dem Reinführen vom Vater, ich habe auch schon bei ein paar gekriegt, da wollte die Frau das nicht, die Tochter, aber der Vater wollte es unbedingt. Und wir haben es dann im Traugespräch, dann sind wir draufgekommen, ja, eigentlich will ich das, und sage ich, also ich schwätze da mal mit ihrem Vater drüber, das ist doch gar kein Problem. Der meint es vielleicht auch bloß gut und hat er gemeint, er muss sie reinführen, die haben einfach nicht miteinander gesprochen gehabt. Also, und das sind so Erfahrungen, dass man einfach fragt und Interesse hat und dann gemeinsam nach einem Interesse zeigen. Frau Wetzel, eine letzte Frage zum Schluss. Was ist für Sie denn die Essenz einer Trauung, einer Hochzeit? Auf was kommt es an? Auf was kommt es an? Dass mein Mann und ich, wir uns vereinen und das Jawort geben für immer. Vielen Dank. Hochzeit ja, aber ohne Gott. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass Sie da waren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.